Hey! Heute machen wir einen Blumenkohl-Snack, auch als Blumenkohl-Chicken Wings bekannt. Außer, dass wir keine Chicken Wings haben und auch keine tierischen Produkte benutzen werden. Also ist es was? Vegan. Richtig. Aus. Ich habe hier einen halben Kopf Blumenkohl geköpft und habe so kleine Rüschen geschnitten. Und dann brauchen wir eine gute Tasse Mehl. Je nachdem, ihr müsst halt schauen, wenn ihr mehr Blumenkohl benutzt, dann benutzt ihr auch mehr Mehl. Logo! Das Mehl würzen wir jetzt mit Paprikapulver, mit gemahlenen Kumin. Upsa. Und von dem Knoblauchgranulat haben wir einen guten Teelöffel reingemacht. Eine Prise, zwei, drei Prisen Chili Flakes rein und wir vermischen das ein bisschen mit heißem Wasser oder mit lauwarmem Wasser, bis es zu einem etwas dickflüssigeren Teig wird. Hat eher so eine Konsistenz wie ein Pfannkuchenteig. Und dann nehmen wir ein Backblech mit Backpapier. Unser Ofen ist schon vorgeheizt auf 220 Grad Ober- und Unterhitze. Also kurz eintunken und aufs Blech. Tunken, aufs Blech. Schaut es aus und das kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen. So 20 bis 25 Minuten auf die mittlere Schiene. Nein. Was ist das? Schneidest du raus? Also 20 bis 25 Minuten hast du? Ja, ich hab's. Auf die mittlere Schiene und nach 10 Minuten möchte ich das ein bisschen umdrehen. Wende ich die Blumenkohlröschen, damit sie von jeder Seite knusprig werden. Dann wieder ab in den Backofen, bis diese kleinen Dinger knusprig sind. So, wir haben uns jetzt für eine Hot Sauce entschieden. Oh, jetzt wird es aber heiß. Wir erhitzen ein bisschen Hot Sauce und machen da einen Esslöffel vegane Margarine. Oder ich glaube, das ist Butter. Butter. Vegane Butter rein. So, jetzt sind sie schon richtig knusprig, wie man das sieht. Und wir haben uns entschieden, die nochmal in die Soße zu tunken, wie heißt diese Soße? Hot Sauce. Hot Sauce. Und dann nochmal in den Backofen. 10 Minuten zu backen. Meine Blumenkohl-Chicken Wings sind fertig. Die waren jetzt insgesamt 10 Minuten erstmal in der ersten Phase. Dann haben wir sie umgewendet, dann waren sie wieder 10 Minuten drin. Und dann haben wir sie in Hot Sauce getaucht. Es gibt natürlich auch andere Variationen. Und danach haben wir sie, ich glaube, danach haben wir sie 15 oder 20 Minuten drin gelassen? 20. 20? 20 Minuten nochmal mit der Hot Sauce drin gelassen. Und jetzt probieren wir es. Ich mache jetzt keine Hot Sauce drauf. Bei mir ist da schon genug Hot Sauce drin. Mhm. Die war hot. Und ein schön scharf. Und lecker. Probiert es definitiv aus. Ich finde, im heißen Wetter, in diesem kalten Herbstwetter, passt es wunderbar zu einem leckeren Tasse indischen Tee. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mein Video teilt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, kommentiert und natürlich mich abonniert. Wir sehen uns im nächsten Video, denn das gibt es bestimmt. Bis dahin. Mua.